Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Über meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Es ist Chin Meyer. Er ist nicht nur Kabarettist, Kolumnist und Buchautor. Er ist noch so viel mehr. Und er ist der Mann, der uns heute verraten wird, wie wir in kürzester Zeit richtig stinkreich werden. Eindeutig. Hallo Jens. Schön, dass du da bist. Weißt du, ich verfolge dich schon sehr, sehr lange. Und ich habe auch schon in deinem Programm gesessen, habe mich sehr amüsiert und habe gedacht, gut, dass er nicht weiß, dass ich da bin. Das hätte ich vielleicht mitmachen müssen. Das ist relativ wahrscheinlich. Bei dir in der ersten Reihe zu sitzen, ist auch nicht so einfach, oder? Nein, es führt auch zu viel Ruhm, zu viel, man wird auch reich beschenkt. Echt, ja? Man kriegt mehr Aufmerksamkeit und ungeteilte Aufmerksamkeit. Und teilweise ist es tatsächlich so, dass ich Leuten, die in der ersten Reihe sitzen, ein Lied schenke, das ich spontan in dem Augenblick auf sie dichte und komponiere. Und da können schlimme Sachen bei raus. Aber auch lustige Sachen. Auch lustige Sachen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann man als Kabarettist und Comedian auf einmal mit dem Thema Finanzen so einen riesigen Erfolg haben? Und das wollen wir natürlich mit dir mal in diesem Gespräch etwas beleuchten. Gut. Als ich das gelesen habe, was du in deinem Leben alles gemacht hast an Berufen, zu jedem Einzelnen habe ich Fragen. Also ich werfe das mal kurz in die Runde, damit die Leute auch mal wissen, worum es hier geht. Ja. Also DJ, Masseur, Butler, Heilpraktiker, Taxifahrer, Koch, lebendige Jukebox, das allein ist schon eine Geschichte. Theaterschauspieler, Fernsehstar, warst du auch? Natürlich, immer noch. Warst du Radiostar auch mal zwischendurch? Hast du mal Radio gemacht? Nie tatsächlich auf professioneller Ebene. Ich war natürlich immer wieder mal gerne Gast im Radio, aber ich habe bisher noch keine eigene Radiosendung moderiert. Podcaster auch noch. Podcaster bin ich auch, genau. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben die nächsten 3 Wochen zu tun. Das ist ein langes Gespräch, genau. Wir werden ab und zu schlafen und dann weiterreden. Fangen wir mal in deiner Kindheit an. Du kommst aus Hamburg ursprünglich, ja? Ja. Und eigentlich, das ist traurigerweise, muss man sagen, nein. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Ich komme aus einer Schlafstadt von Hamburg namens Norderstedt. Habe ich schon mal gehört. Ja. Also aus dem Ortsteil Harksheide, wie mein Vater, damals durfte man das noch politisch unkorrekt, immer sagte, eine Gegend, die so arm war, dass selbst Zigeuner im Galopp durchjagten. Wie gesagt, mein Vater hat es nicht so mit der politischen Korrektheit, aber er war auch eine andere Generation, das durfte man damals noch. So, aber jedenfalls, da komme ich her und wir fühlten uns ein bisschen minderwertig, dass wir quasi vor den Toren der Stadt. Wirklich, sind. Ja? Ja, wir wollten auch alle ganz früh weg. Es gab auch bei uns immer die Sache, man musste irgendwann sich aus der Schule abmelden und nach Hamburg gehen, weil das leichter war. Also Schleswig-Holstein war die harte Paukschule und ich habe sie bis zum Ende durchgehalten. Quasi ich habe an der Front gestanden, an der Abitursfront, bis es nicht mehr ging und bis ich mein Abi hatte. Aber meine Geschwister sind nach Hamburg gegangen und haben dort eine sehr viel kreativere Schule besucht als die, die ich hatte. War das der Grund, dass du dich dann irgendwann damit befassen musstest, wie man zu Reichtum gelangt, weil du aus so einer armen Gegend kamst? Genau, aus dem Ghetto. Nein, ich musste mich damit befassen, weil ich tatsächlich jahrelang kaum Geld verdient habe. Und irgendwann dachte ich jetzt, das muss ich mal ändern. Hat sich ja geändert mittlerweile. Gott sei Dank. Bist du schon stinkreich? Im Verhältnis zu früher bin ich stinkreich, ja. Irgendwann fängt man ja an, so Affirmationen zu machen, dass man sich Sachen sagt, die man dann gerne erreichen möchte und so. Und meine Affirmation war, ich möchte mal 10.000 Mark im Monat verdienen. Das war für mich unvorstellbarer Reichtum damals. Und irgendwann hatte ich das. Und dann dachte ich, boah, 10.000 Mark. Also in heutiger Währung 30.000 Euro. Das ist ja eine merkwürdige Rechenart, aber okay, alles klar. Das wirst du nachher mal genauer erklären, wie sich das zusammensetzt in Zahlen. Nennt sich Inflation. Ja. Ach, so ist das. 10.000 Mark gleich 30.000 Euro, finde ich super. Wir müssen deutlich früher anfangen. Ja, also wo es interessant wird. Also Abitur war noch, da machen wir einen Haken dran. Also du bist mit einer gewissen Bildung ausgestattet. Und dann ging es los in die Welt. Bist du gleich da nach Indien abgehauen? Ich war ja schon vorher abgehauen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich war ein Jahr lang in Amerika als Austauschschüler. Ach, schön. Ja, und bin dort in den mittleren Westen gelandet. Also gerade jetzt ist das wieder interessant, wegen Trump und so. Ich bin im mittleren Westen gelandet und bei einer Familie. Mein Vater war ein Unternehmer, ein erfolgreicher Möbelspeditionsunternehmer. Also doch nicht so arm. Der war stinkreich. Also nicht mein eigener Vater, sondern dieser amerikanische Gastvater. Ach so. Mein Dad. Und mein Dad hatte auch interessante Ansichten. Der sagte zum Beispiel gleich am Anfang, wenn du jemals ein schwarzes Mädchen über die Schwelle dieses Haushalts bringst, kannst du gleich ausziehen.
Wahnsinn. Damit ging das los, ja. Also, und dann dreimal die Woche in so eine faschistoide Kirche, die Church of God, mit so einem Prediger, der nur zwei Themen hatte, Homosexualität und Alkoholismus. Und dann nach der Predigt aber auch immer ganz gerne mal seine Hand auf meinem Hintern hatte. Also, und einen getrunken hat wahrscheinlich. Weiß ich nicht, aber... Das gibt's doch gar nicht. Du, das Leben ist sehr bunt. Da hast du natürlich eine Menge schon erstmal fürs Leben gelernt, oder? Ja, ja. Irgendwann habe ich dann gesagt, ich will nicht mehr dreimal die Woche in die Kirche gehen, maximal einmal. Mhm. Und daraufhin wurde ich beschuldigt, Kommunist zu sein und wurde in psychologische Behandlung geschickt. Das ist doch nicht wahr. Er ist ausgedacht, oder? Nein, das ist passiert. Real life? It's real life. Das gibt's doch nicht. Ja. Kamst du wieder zurück nach Deutschland dann? Ja, ich kam nach einem Jahr in Amerika zurück. Das war auch eine tolle Zeit. Da habe ich zum Beispiel angefangen, Theater zu spielen. Und da habe ich meine Liebe zur Bühne entdeckt. Mhm. Deshalb war das sehr, sehr wertvoll. Trotz allem, was da auch schwierig war. Und warum bist du von da aus dann wieder nach Indien? Ich hatte immer so diese Fernweh. Also wir hatten auch so in der Schule mit einigen Freunden so Wettbewerbe, wer am Wochenende am weitesten wegtrampen kann. Also Daumen raus, mitnehmen lassen, nicht wissen, wo man hinkommt und dann einfach als Beweis irgendwas von da mitbringen und dann ging es um eine Kiste Bier. Und da warst du zwischendurch schon mal in Berlin, ja, oder wie? Nee, da gab es ja noch eine Grenze dazwischen. Ja, stimmt. Nein, ja. Ich war aber mein weitestes war die Spitze von Dänemark. Nein. Also ganz weit oben und dann wieder zurück und zwar an einem Wochenende hin und zurück. Das ist schon beachtlich, oder? Ja. Aber für eine Kiste Bier kann man das schon mal machen, ne? Bundeswehr-Schlafsack im Graben übernachten. Das gibt's doch gar nicht. So, und dann Indien. Ja. Warum? Warum Indien? Weil Indien ist wirklich faszinierend. Das ist so bunt, das ist so, da gibt's so viel. Also das ist einfach so eine andere Kultur. Das ist spirituell, das ist... damals war das auch noch viel, viel unbekannter als heute. Also heute nimmst du ja übrigens deine digitalen Endgeräte mit und das ist im Prinzip, als wärst du zu Hause nur mit einer anderen Kulisse. Und damals konntest du ja auch überhaupt nicht mehr kommunizieren. Also du hast einen Brief geschrieben, der war zwei Wochen später da, wenn er überhaupt ankam. Mhm. Dann haben dir deine Eltern oder wer immer da war geantwortet. Dann war das nochmal zwei Wochen. Dann hattest du also Informationen, die waren 30 Tage alt. Mhm. So. Und wenn es hart auf hart kommt, wenn du, was weiß ich, wie es in meinem Fall häufiger mal war, Geld brauchtest. Musstest du vier Wochen warten, bis was ankam. Da musstest du vier Stunden am Telegrafenamt anstehen, um ein Telegramm zu schicken. Das kann man sich heute in der Tat nicht mehr vorstellen, ne? Ja, das war der Weltkrieg damals. Was hattest du denn damals für Berufswünsche? Ich meine, du hast ja wirklich alles gemacht und das werden wir gleich im Detail nochmal auseinandernehmen, aber du musst doch damals vielleicht irgendeine Vorstellung von dem gehabt haben, was du mal machen möchtest, außer Theater spielen. Ich wollte tatsächlich immer auf die Bühne, das war so mein Endziel, aber ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich jahrelang, weil meine Eltern mir auch immer gesagt haben, das ist eine brotlose Kunst, das war so der Standardspruch. Und dann verwies ich immer auf meinen Bruder, der damals schon sehr erfolgreich war. Und der ist ja Schauspieler. Als Schauspieler verdient dann. Und dann sagten sie, aber das ist dein Bruder, das hat mit dir nichts zu tun. So. Warum? Ja, du, ich habe es gesagt, doch, das kann ich auch. Und die sagten, nein, das geht nur einmal in der Familie. So, aber ich wollte auch, also es gab Reihenfolgen, die ich einhalten wollte. Die eine Reihenfolge, ich wollte erst erleuchtet werden. Mhm. Das war mir wichtig. Okay, hat er geschafft. Hast du geschafft, ja. Haken dahinter ist geschehen, genau. Mhm. So, und dann wollte ich aber auch auf die Bühne. Aber bis das der Fall war, musste ich halt auch Geld verdienen. Und eine der leichtesten Möglichkeiten, damals Geld zu verdienen, war Taxifahren. Und das war auch faszinierend, weil du wurdest immer überrascht von Menschen, du wusstest nicht, in welchen Teil der Stadt du kommen würdest. Manchmal ging es sogar, was weiß ich, nach Bremen oder Hannover, ich war ein Hamburg-Taxifahrer. Dann aber wollte ich auch noch mehr. Mhm. Ich habe dann auch als Koch gearbeitet in der Zeit und als Kellner, als Barmann, als DJ. DJ ist doch ein geiler Beruf, also mach den ja mein Leben lang, also Radio-DJ. DJ ist ein geiler Beruf, das stimmt. Und wir haben ja damals auch noch so mit LPs und so, ne? Natürlich. Wir haben Platten aufgelegt und teilweise auch ein bisschen noch gescratcht. Das war toll, das war eine tolle Zeit, aber ich habe ja in einer spirituellen Kommune gelebt damals und für die unentgeltlich gearbeitet. Wir hatten so ein kommunistisches System. Mhm. Mit fünf Frauen zusammen, nehme ich mal an, ja? Genau. Das war tatsächlich interessant. Die Frauen waren immer die Chefs. Ja, es waren immer, der Boss war prinzipiell eine Frau. Okay. Dann haben wir aufgelegt und damit die DJs nicht zu viel Ego entwickeln, mussten die nach der Schicht immer noch die Klos putzen. Das ist mir glücklicherweise erspart geblieben, ehrlich gesagt. Sonst hätte ich vielleicht einen anderen Weg gewählt, weißt du? Ja, siehst du? Es schadet nicht, das mal gemacht zu haben, weißt du? Aber man weiß, wie es geht. Dann weißt du, wie es geht. Wenn ne? du in einer Beziehung bist und eine Frau überzeugen kannst, dass du Klos putzen kannst, bist du relativ weit vorne. Bist du voll vorne. Ja. Kommune. Genau.
du hast alles Geld, was du verdient hast, oder denen gegeben oder hast gar nicht erst was bekommen dafür, ne? Also eine Zeit lang war das so, ja. Ein paar Jahre habe ich nicht alles, aber einen Teil abgegeben und auch die Arbeit, die ich sonst in der Disco oder so, habe ich unentgeltlich gemacht. Das ist ja krass. Hast du das nicht mal hinterfragt? Warum ist es so, ich arbeite und krieg nichts dafür? Naja, die Karotte vor deiner Nase war, dass wir machen das, weil es geht darum, das Ego loszulassen. Mhm. Und Besitz ist sowieso, wer braucht das? Weil es geht um geistige, innere Weite und loslassen und dann halt auch Einkommen loslassen. Das hast du mittlerweile aber verworfen, ja. Also, wenn alle das machen, würde ich mitmachen, aber... Kommunismus hat nicht funktioniert, weißt du, das ist das große Problem dabei. Ja, ich glaube, und da sind wir bei einer spannenden Frage. Ich glaube ja, dass wenn Kommunismus funktionieren sollte, dann bräuchte es eher erst eine spirituelle Revolution. Mhm. Also da müssten die Leute erst erkennen, wo die Grenzen ihres Ichs wirklich sind und dass das Illusion ist. Mhm. Und bevor das der Fall ist, wird es immer so sein, dass irgendein Schwein sich alles greift. Ja, das ist der Faktor Mensch. Den muss man dabei auf dem Schirm haben, ne? Ja. In der Theorie sieht das alles schön aus, aber ja. In der Praxis funktioniert es nicht. Aber du warst auch Heilpraktiker zwischendurch, das hast du in Indien wahrscheinlich gelernt, ja, oder was? Nein, tatsächlich in Italien, um ganz ehrlich zu sein. Da wurde ich Bodyworker und meine Eltern wollten immer, dass ich eine Ausbildung mache, dass ich was Richtiges lerne. Am liebsten hätten sie gedacht, dass ich Arzt werde. Ja, logisch. Zahnarzt am besten. Oder Schönheitschirurg. Das ist egal, das war ihnen egal. Hauptsache, ich studiere Medizin. Da habe ich gesagt, nö, das mache ich nicht. Da habe ich keinen Bock. Das dauert mir auch zu lange. Mhm. Ich wollte auch meinen Kopf nicht mit leerem Wissen anfüllen. Wie ich damals immer so arrogant sagen. Und deshalb habe ich gesagt, na gut, dann mache ich einen Heilpraktiker. Wenn ihr glücklich seid, dann habe ich kann ich Praxis eröffnen und praktizieren und alles Mögliche machen. Hast du auch? Ich habe dann diesen Heilpraktikerschein gemacht in Berlin, weil es damals in Berlin am leichtesten war. Und habe dann mit einer Freundin eine Praxis gehabt, in der ich massiert habe als Heilpraktiker. Mein Heilen war Entspannung durch Massage. Verstehe. Aber es war der Wunsch, da auf die Bühne zu gehen. Genau. Und deshalb bin ich nach London gegangen, um dort Schauspiel zu lernen. Gut. Und zu studieren. Und da ging es doch richtig los, ne? Da warst du ja dann richtig Lee Strasberg Institute in London. Ja. Und hast Musical studiert. Und nebenher als Butler gearbeitet. Also, die Geschichte möchten wir hören. Das ist auch eine süße Geschichte. Ich hatte eine Freundin, die war irgendwie Gärtnerin bei so einer ganz reichen Familie. Mhm. Und irgendwann wurde der Butler krank oder ging in Urlaub oder was. Die suchten eine Vertretung. Und dann hat sie mich gefragt und ich habe gesagt, ja, ich mache das. Und das war im stinkreichen Teil von London, Chelsea und da eine libanesische Familie. Und ich war der Butler für die junge Erbin oder diese eine junge Frau, 29 war die. Und die sah leider auch sehr gut aus. So ein also, Mist aber auch. Wahnsinnig gut aus. Und ich habe mich sofort in sie verliebt. Und ich musste also alles machen. Ich musste dann irgendwie aufräumen und das Haus sauber machen. Klos putzen konntest du ja, ne? Klos putzen, das war da irgendwie ausgerechnet. Und ich musste auch ihre Wäsche waschen. Aber dann sagte sie, ja, aber meine Unterwäsche wasche ich selbst. Musst du nicht machen. Und ich dachte, oh, das hätte ich jetzt auch gemacht. Aber... Und auf jeden Fall war ich wahnsinnig in sie verknallt und ich habe ihr sogar einmal eine Massage gegeben, weil das konnte ich ja gut. Mhm. Und hatte immer gehofft, dass sie sich irgendwann auch in mich verliebt, dass wir so quasi so einen happy man, nicht happy woman oder pretty woman, aber pretty man Aufstieg, ne? Und so, aber das ist nie passiert. Sie hat sich immer mit irgendwelchen dubiosen Menschen getroffen. Mit Reichen. Reichen, jungen Männern mit geölten Haaren saßen sie nachts da und haben endlose Partys gemacht und ich musste am Morgen nur immer den ganzen Siff wieder wegräumen. Aber zumindest das mit dem Schauspielstudium hat am Ende funktioniert, ja. Mit dem Abschluss, ne? Ja, mehr oder weniger. Was hast du daraus gemacht? Ich habe dann tatsächlich in der Zeit angefangen, als Human Jukebox zu arbeiten. Also die Human Jukebox war diese Idee, ich habe mir so einen Kasten gebastelt, den hat eine Freundin von mir bunt bemalt, der sah ganz toll aus. Und dann habe ich mich da reingestellt und vorne war ein Schlitz, da konnten die Leute eine Münze durchwerfen und da hatte ich so eine Liederauswahl vorne drauf gebastelt und dann steckten die so einen Finger durch welches Lied sie hören wollten und dann machte ich vorne eine Klappe auf und habe das Lied gesungen. Im Portobello Road Market. Hat dich das ernährt? Eine Zeit lang war das ein nettes Zubrot, sagen wir so. Mhm. Also ich habe schon Geld damit auch verdient und ich wollte das dann auch richtig in eine große Karriere verwandeln. Als Straßenmusiker, ich habe mir ein Wohnmobil gekauft und bin dann Wovon? Durch Europa. Ich habe einen Kredit aufgenommen. Ah, okay, verstehe. Ich habe mir von einem Freund Geld geliehen. Ich habe gesagt, ich habe hier eine super Idee, die kann nicht schief gehen. Leih mir das Geld.
Und da habe ich mir das Geld geliehen, dieses große Wohnwagen, so ein Iveco-Laster, 3,5 Tonner, Riesending, umgebaut, und bin dann durch Europa gefahren und habe mich dann irgendwie in der Schweiz und in Italien und in Frankreich auf die Straßen gestellt mit meiner Jukebox, im Bemühen, meine erste Million zu machen. Und hast die gleich übersprungen und mit der zweiten begonnen? Oder wie? Weil die erste soll die schwerste sein, habe ich gehört. Die erste ist die schwerste, das soll man gleich mit der ersten Milliarde anfangen. Aber ich habe dann tatsächlich irgendwann einen Kolbenfresser gehabt in meinem Wohnmobil, weil das Ding verlor auch scheiß viel Öl. Also umwelttechnisch war das keine gute Idee. Und irgendwann verlor es so viel Öl, dass der Motor nicht mehr nachkam. Und dann kriegte ich auf der Autobahn, ich weiß es noch, was wäre es gestern gewesen, an der A3 zwischen Nürnberg und Würzburg, einen Kolbenfresser, und dieses Ding verreckte, und damit war meine Investition, die ich damals aufgenommen hatte. Ich hatte Schulden, die mussten abbezahlt werden. Die Idee war tot. Ist der Kredit zurückgezahlt mittlerweile? Ja, ich habe alle Schulden meines Lebens immer beglichen. Ich stieg dann wieder aufs Taxi und habe das abgearbeitet. Meine Güte. Aber irgendwann muss das ja das erste Mal funktioniert haben. War es erst im Jahr 2000 bei Pomp, Duck and Circumstance? Bis dahin hast du dich als Überlebenskünstler quasi durch dieses Leben laviert, 41 Jahre lang, oder wie? Ja. Wirklich? Die traurige Wahrheit, ja. Die traurige Wahrheit. Es war sogar so peinlich. Ich habe in München gewohnt, als ich angefangen habe mit Kabarett, und ich konnte mich nicht davon ernähren, und wie es so ist, wenn man in den Urlaub fahren will, muss man noch was dazu verdienen, und dann habe ich Marketing gemacht. Das heißt, in irgendeiner dubiosen Firma gesessen und telefoniert und versucht, Werbung auf irgendwelchen Autos zu verkaufen. Na gut, mit dieser Stimme kannst du das durchaus machen. Ne? Genau, hallo, mein Name ist Meier. Jin Meier. Ich habe aber auch moderiert fürs Fernsehen in München, fürs TV München, habe ich so eine Call-In-Sendung gemacht, nachts um 11, einmal die Woche. Und teilweise haben mich die Leute erkannt in diesem Job und haben gesagt, kenne ich die nicht aus dem Fernsehen. Und ich habe gesagt, lass mich in Frieden, ich muss jetzt telefonieren. Du bist doch der diese 0190er-Nummern macht im Fernsehen. Ja, hätte ich das mal gemacht. Wie ging's weiter? Gut, dann kam also Pomp, Duck. Dann kriegte ich diese E-Mail, in der stand, irgendwie suchen jemand, der Kabarett kann und improvisieren kann. Und ich dachte, ey, ich kann beides, und habe mich beworben und habe den Job gekriegt. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben tatsächlich Geld verdient und hatte einen Job, der irgendwie das ganze Jahr überging und der mich richtig ernähren konnte. Und zwar richtig gut. Das war der Steuerfahnder Sigmund von Treiber. Der ist da geboren in dem Jahr? Da entstand, im Jahr 2000 entstand der Steuerfahnder Sigmund von Treiber. Das heißt, du hast... Härteste Hund des Finanzamtes. Du hast dir gedacht, ich habe 40 Jahre lang also immer ins Klo gegriffen, wenn es darum ging, meine Finanzen irgendwie auf Vordermann zu bringen. Also spiele ich mal jemanden, der es wirklich richtig drauf hat. Ja? Richtig, genau. Und das heißt, die letzten 24 Jahre hast du genutzt, um einfach stinkreich zu werden. Ja. Reich genug, ja. Reich genug. Also auf den Gestank warte ich immer noch, aber... Ich habe gedacht, ich muss ihn unbedingt einladen, weil er muss auch mir und uns, die das hören, jetzt mal verraten, wie man in kürzester Zeit auf relativ legalem Wege zu einem kleinen Vermögen kommt, ohne dass man sich schlecht fühlen muss. Okay, gut. Fangen wir mal in deinem Fall an. In meinem Fall, okay. Ja, dein erster Schritt, du kündigst. Du schmeißt alles hin. Okay. Du fängst eine neue Karriere an als APV. Was ist APV? Als Altersproduktvorsorgeverkäufer. Und in einem weiteren Schritt, der Teil ist von Schritt 1, erzählst du jedem, der es hören oder nicht hören will, dass die Rente nicht sicher ist. Nicht sicher ist das Schlimmste, was du im Deutschen sagen kannst. Ja. Das ist schlimmer als Krankheit, Tod oder Strip-Poker mit Markus Söder. Okay. So. Und dann sagst du in einem zweiten Schritt, es gibt einen Ausweg aus dieser schier ausweglosen Situation. Der nennt sich die private Altersvorsorge. Privat kommt aus dem Lateinischen, von dem Verb privare, das heißt übersetzt ausrauben. Aber das erzählst du den Leuten nicht so explizit. Was du den Leuten erzählst, die denken, haben eine Hammerrendite und irgendwie, das ist das Beste, was du machen kannst. Ja. So, APV, private Altersvorsorge. Und Schritt 3, du verbindest es mit dem stärksten Anreiz, den du am Deutschen setzen kannst. Was ist der stärkste Anreiz für uns Deutsche, Jens? Du wirst reich werden. Nein, Steuern sparen. Ach so, okay. Wenn du im Deutschen sagst, er kann Steuern sparen, er wird alles für dich tun. Er wird dir alles abkaufen, die dubiosesten Produkte, Schrottimmobilien im Osten, Containerschiffe. Wenn du sagst, du kannst Steuern sparen, probier's aus. Geh auf irgendeine Veranstaltung, auf irgendeine Person zu, die du halbwegs sexuell attraktiv findest, und sage zu ihr, willst du mit mir schlafen? In der Regel haut sie dir eine runter. Und dann sagst du, du kannst damit Steuern sparen. Okay, lass uns. Und dann sagt sie, warum hast du es nicht gleich gesagt? So. Und Schritt 4. Ich möchte kurz einwerfen, dass ich verheiratet bin und das niemals machen würde. Ja, natürlich. So, ich würde gleich mit dem zweiten Satz einteilen. Ich weiß, wie du Steuern sparen kannst. Gut, erzähl mal erstmal weiter. Ja, Schritt 4.
Du sagst ja für dich, das Ganze lohnt, also für dich. Der Stichwortheber ist Provision, kommt ebenfalls aus dem Lateinischen, hat eine geteilte Bedeutung, ja. Eine für den Verkäufer im Sinne von geile Finca auf Malle, Learjet, 30 Meter Privatjacht, eine für den Käufer im Sinne von nix. Aber das erzählst du den Leuten nicht, weil du verknüpfst es mit einem weiteren Anreiz, die doppelte Bewertungssumme. Das heißt, du sagst zu deinem Käufer, ey, du sparst doch jetzt so wahnsinnig viel Steuern. Nimm doch das Geld, was du an Steuern gespart hast und investier es wieder in mein Produkt, idealerweise doppelt so viel. Und was heißt das für dich, Jens? Doppelt so viel Kohle. Doppelt so viel Provision, ja. Genau. So, dann brauchst du jemanden, der das bekannt macht, irgendeinen Marktvermarkter. Schritt 5. Dann nimm dir, was weiß ich, wie heißt hier, der Cheflobbyist von Putin. Schröder, genau, Gerhard Schröder. Der war ja damals schon ganz groß dabei. Gerhard Schröder, den nimmst du dir. Die Leute dachten, oh, der ist befreundet mit Carsten Maschmeyer, die kennen sich alle aus mit Geld, das läuft so. Und Schritt 6, du sorgst dafür, dass dein Kunde im Vertrag, in Kleingedrucktesten, quasi in den Kerkern der Zwischenzeilenbereiche, steht drin, dass dein Kunde nie wieder das Produkt wechseln kann. Also der kommt nicht mehr von dir los. Das ist Bondage-Sex für Versicherungsvertreter. Der ist an dich gefesselt, ein Leben lang. Gut. 20, 30 Jahre, selbst wenn das Produkt sich irgendwie nachteilig entwickelt, 20, 30 Jahre, Jens, ein Zeitraum, in dem sich Gerhard Schröder schon 4-mal hat scheiden lassen. Ja, ist der Unterschied zwischen Ehe und privater Altersvorsorge. Den Ehepartner kriegst du wieder los. So. Und Schröder hat übrigens jetzt auch wieder eine neue, das ist dir bekannt, ne? Die, also relativ neu, diese Koreanerin. Mhm. Und da ist eine interessante Geschichte passiert. Als er die kennenlernte, war die noch verheiratet mit einem Koreaner und der fand das nicht so prickelnd, dass Schröder da rein segelte und sie irgendwie anmachte. Und er hat ihn verklagt, das wirklich war, wegen einer Sache, die es so nur in Korea gibt. Er hat ihn verklagt wegen der Zufügung grausamster seelischer Schmerzen. Mhm. Und diese Klage ist jetzt eine Sammelklage. Die gesamte SPD klagt mit. Ja. Schritt 7, der letzte Schritt. Okay. Du sorgst dafür, dass dein Kunde nie wieder an dein Geld rankommt. Ja. Und nie heißt hier nie. Also klar, der kriegt eine Rente, also im Verhältnis zum Eingezahlten. Wenn dein Kunde, einfaches Rechenbeispiel, mit 67 in Rente geht, dann hat er in einigen Fällen schon 63 Jahre später, also im zarten Alter von 130 Jahren, sein bis dahin eingezahltes Kapital wieder raus. Du sorgst also dafür, dass dein Kunde ein Motiv hat, möglichst gesund zu leben, damit er das noch mitkriegt. Der hört auf zu rauchen, der hört auf zu trinken, der nimmt keine Drogen mehr, der geht auf keine Party, der stellt sein Sexleben ein. Der lebt nur noch vegetarisch, deshalb heißt es ja auch dahin vegetieren. So, um da 130 in die fette Profitzone. Und jetzt darfst du raten, wie heißt das Produkt, Jens? Heißt es Rüpelraub, Renditeraff oder Rürup-Rente, Mehrfachnennungen sind möglich. Ja, ich entscheide mich für Variante 3. Gut, du hast bis jetzt schon raten. Ja, so. Weißt du, was mein großes Problem ist? Na? Mein Gewissen. Ja. Ja, aber das kannst du ja aushebeln, indem du sagst, ich tue der Wirtschaft was Gutes. Ich glaube, ich mach einfach weiter wie bisher. Ist ja auch nicht schlecht. Guck mal, du hast den klimatisierten Raum hier. Was willst du mehr? Du, ich habe Wasser zum Trinken, weißt du? Mhm. Ich habe tolle Gäste. Mhm. Ich habe Musik. Also für mich ist mein Leben ist wirklich voll in Ordnung. Ja. Und ja, ich kann auch meine Miete bezahlen. Also siehst du? Reicht gerade so, weißt du? Aber man kann ja zum Beispiel auch mit den sogenannten Fuselanleihen, kann man ja richtig Geld verdienen. Das ist vielleicht nicht ganz so schlimm für mein Gewissen, oder? Oder nein. Doch? Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm für dein Gewissen. Nein, das ist eine der nächsten Sachen, die du machst. Wir kommen gleich übrigens noch auf deine Programme zu sprechen und auf das, was du aktuell machst. Okay. Obwohl du ja nichts mehr machen müsstest, weil du eigentlich reich bist, ne? Gut, aber erzähl mal kurz die Fuselanleihen. Aber ich lebe ja auch aus der Freude heraus. Du, also was, der nächste Schritt ist, du kündigst wieder. Das ist immer der erste Schritt. Okay. Du musst hier raus, weil du machst stattdessen eine Kneipe auf. Okay. Und dummerweise ist deine Kneipe in einem Stadtteil von Berlin oder Brandenburg, wo besonders viele arbeitslose Alkoholiker, sagen wir mal, es ist, leben. Und ich meine jetzt nicht den Grunewald. Ja, das ist irgendwo anders, wo die Alkoholiker kein Geld haben. Mhm. Welcher Stadtteil wäre das? Marzahn? Ja, jetzt weiß wird ich niemand nicht. Mehr BB-Radio in Marzahn hören. Das tut mir wirklich leid. Was soll ich denn sagen? Neukölln? Also es gibt auf jeden Fall, ich sage mal so, diplomatisch, es gibt einen Stadtteil, der genau auf diese Dinge zutrifft. Du kannst ja sagen, diese eine Straße in Marzahn, die es geht. Genau. Die wir nicht näher benennen wollen, aber da leben diese Leute, die kein Geld haben und aber irgendwie abhängig sind von Alkohol. Aus irgendeinem Grund. So. Und da ist eine Kneipe, die läuft nicht so richtig. Ja. Jens Saufloch. Irgendwann sagst du dir drauf geschissen, ich lasse diese arbeitslosen Alkoholiker anschreiben. Mhm. Die arbeitslosen Alkoholiker finden das gut, die ist das egal, ob du jetzt theoretisch kein Geld hast oder praktisch. So, wem aber auffällt, dass deine Kneipe zumindest auf dem Papier ein Profit verzeichnet, ist dein Bankberater. Und der Bankberater zitiert dich zu sich, sagt, Jens, was hast du mit der Kneipe gemacht? Die macht dir auf einmal Gewinn. Mhm. Und erklärst du dem Banker, dass es gar keine richtigen Gewinne sind, sondern eher so Schuldscheine, Bierdeckel. Und auf einmal sagt der Banker, brillant.
Jens, weißt du was? Daraus basteln wir jetzt ein Finanzprodukt. Mhm. Wir nehmen die Schuldscheine deiner Alkoholiker, wir bündeln die, wir verbriefen die und verkaufen die als Paket weiter. Mit einem gewissen Abschlag. Wenn das 100 Euro Schulden sind, verkaufen wir die für nur 70 Euro. Wenn jemand anders sich die 100 Euro von Alkoholikern wiederholen, macht 30 Euro Gewinn, alle sind glücklich. So. Damit nicht auffällt, dass das Schuldscheine von Alkoholikern sind, kriegen die einen neuen Namen. Einen bankenkompatiblen Begriff. Und auf einmal heißen die Dinger Fuselanleihen. Und die Fuselanleihen verkaufen sich erstaunlich gut. Du freust dich, dein Bankberater freut sich. Bankberater legt noch eine zweite Tranche Fuselanleihen auf. Du machst noch eine zweite Kneipe auf. Auch in dieser einen Straße in Marzahn. Besonders viele. Jens, Saufloch 2. So. Und dein Banker legt noch eine zweite Tranche Fuselanleihen auf. Und das Ganze läuft richtig gut, bis dann eines schönen Tages der nächstgrößeren Bank auffällt, dass Fuselanleihen gar keine schlechte Idee sind. Die nächstgrößere Bank hat aber Experten an Bord, Jens. Analysten. Das Drama des Analysten kommt ja schon im Wort selbst zum Ausdruck. Das fällt ja eigentlich in zwei Worte, Anal und List. So. Und genauso arbeiten die. Gucken, was am Ende hinten rauskommt. Und dann erklären sie dir listig, warum sie es eigentlich schon vorher wussten. Ja, ja. Und die Analysten sagen, Moment mal, Fuselanleihen, schöne Idee, aber wir können das doch noch optimieren. Ja. Wir nehmen jetzt die besten dieser Fuselanleihen, die von den Alkoholikern mit Abitur. Das ist eine sicherere Geldanlage. Ja. Und die bündeln wir zu einem neuen, viel, viel besseren Finanzprodukt und das nennen wir SSO. Und du, SSO klingt toll, oder? Es klingt nach Schweiz, nach sicher, nach optimiert. In Wirklichkeit steht SSO für Surfsammelobligationen. Aber das wird den Leuten nicht so explizit erzählt. Was den Leuten ist gesagt, wie die Dinge haben eine Hammer Rendite, meine Leute steigen ein, Kneipen machen auf, du hast mittlerweile 44 Kneipen, alle in dieser einen Straße von Marzahn. Das ist eine lange Straße. Sehr lange Straße. Eine Allee. Sind auch über mehrere Stockwerke, die Kneipen. So. Und das läuft richtig gut, bis an eines schönen Tages der HSH Nordbank und der Bayerischen Landesbank auffällt und wahrscheinlich der Berliner Landesbank auch, dass dann tierisches Geschäftsmodell an ihnen vorbeiläuft. Ja. Das sollte für dich als Investor schon mal ein kleines Alarmzeichen sein. Wenn deutsche Landesbanken auf den Zug aufspringen, dann ist der vermutlich schon abgefahren. Aber noch haben alle gute Laune, HSH Nordbank, Bayerische Landesbank, Berliner Landesbank. Sagen sich, Moment mal, man kann das Produkt doch noch sicherer gestalten. Wir nehmen jetzt die besten dieser SSOs, die von den Alkoholikern mit Doktortitel, die noch nicht abgeschrieben haben. Die bündeln wir zu einem neuen todsicheren Finanzprodukt, DGZ, Delirium Garantie Zertifikat. Und damit das DGZ todsicher ist, lassen die es bewerten von einer amerikanischen Ratingagentur. Diese amerikanischen Ratingagenturen machen ziemlich genau das, was der Name schon vorgibt, die raten. Die raten, ob du in der Lage sein wirst, deine Schulden zurückzuzahlen. Die haben auch dementsprechend verdächtige Namen. Die größte heißt Standard & Poor's. Das heißt übersetzt Standard Poor, gewöhnlich armselig. Die zweitgrößte heißt Moody. Das heißt übersetzt launisch, unzuverlässig. Die drittgrößte heißt Fitch. Das heißt übersetzt gar nichts. Ist aber vermutlich eine Kombination aus fucking Bitch. Fitch. So. Und das Schöne ist, du bezahlst diese Ratingagenturen und wenn du denen genug Geld in Rachen wirfst, sind die komischerweise der Ansicht, dass du alle Schulden der Welt zurückzahlen kannst und dann kriegst du deine gewünschte Bewertung, AAA, dreimal A, alles absolut alkoholisch. Und mit dieser AAA-Bewertung gehen die HSH Nordbank, Bayerische Landesbank an den Start und verticken DGZs im ganz großen Stil und jetzt ist kein Halten mehr. Jens, jetzt wollen alle dabei sein. Leute verkaufen ihre Schweizer Staatsanleihen, decken sich ein, DGZ, Komasaufen wird neuerdings staatlich subventioniert, Leberzirrhose gilt als vermögenswirksame Leistung, du hast mittlerweile 9.846 Kneipen, alle in dieser einen langen Straße von Marzahn. Die verlängert wurde, bis nach Stettin. So. Und also eine Riesengeschichte. Ja. Bis dann eines schönen Tages. Die Analysten sagen, das besteht überhaupt kein Grund, das geht ewig so weiter, der DAX wird die 100.000er Marke sprengen und so weiter. Bis dann eines schönen Tages irgendein Banker, deiner wahrscheinlich, von einem deiner Alkoholiker ein bisschen Geld in Begleichung einer allerersten Rate sehen möchte. Und dann, Jens, solltest du deinen Learjet schon mal mit Nase Richtung Karibik geparkt haben. Der steht dann auch bereit. Oder ich kündige einfach nicht und mach weiter mit dem, was ich hier mache. Zum Beispiel. Auch da würde mir wieder mein Gewissen in die Grätsche springen. Also ja, das, so ein Gewissen ist auch eine Hemmschwelle. Es ist wirklich eine Hemmschwelle. Ja, ja. Ja. Ich biete auch Kurse an, wie man die Moralschwelle überwindet. Ich würde sowas, glaube ich, buchen. Nein, ja. Vielleicht buche ich sowas lieber nicht. Stell dir mal vor, solche interessanten Gespräche würden mir auf einmal flöten gehen, weil ich ja andere Dinge machen müsste. Das wäre für mich auch nicht so schön, weißt du? Weil es ist ja auch so ein bisschen für mich Psychotherapie, was wir hier so machen, weißt du? Ich merke das schon. Ja, ja, ja. Du gehst hier raus und denkst, boah, ich könnte Multimillionär sein, aber ich fühle mich einfach gut beim BB-Radio. Genau, ich fühle mich einfach gut mit dem, was ich, mit den Millionen, die ich nicht habe. Ja. Die schönsten Millionen sind ja auch die, die man sich vorstellt. Ja, ich mach das laufend, weißt du? Ich stelle mir mal vor, wie es wäre, wenn. Aber vielleicht kannst du das mal sagen. Wer reich ist, hat ja auch viel Stress, ne? Man kann das ja vielleicht mal ein bisschen auseinandernehmen und sagen, okay, seid froh, dass ihr nicht so reich seid, weil das macht wirklich auch schlechte Laune mitunter.
Oh, es ist so schlimm. Es ist schlimm, weißt du, wenn du morgens aufstehst und denkst, nehme ich heute den Bentley oder den Rolls? Und diese Gewissensprobleme, die dich da, weißt du, oder nehme ich den Tesla? Und diese Schmerzen, die du dann hast, das ist ganz fürchterlich. Oder fliege ich heute Heli? Nee, da muss ich erstmal den Piloten anrufen. Nee. Er ist krank. Ja, es ist ein Grauenhaft. Lasst es einfach sein. Ja. Wir kommen zurück zu deiner Karriere. Also gut. 2000 durchgestartet, Pomp, ja. Duck and Circumstance. Ja. Ich im Publikum begeistert von dem Steuerfahnder, dachte, meine Güte, geiler Typ so. Danke. Du hast es geschafft, auch eigene Fernsehformate zu haben. Ja. Die haben sich daraus entwickelt. Wie ging das weiter? Was kam nach dem Zelt? Nach dem Zelt hatte ich dann tatsächlich eine kleine Fernsehsendung bei NTV. Die hieß Ultimo. Mhm. Das war auch eine schöne Zeit. Mit Rudi Bergmann zusammen. Mit Rudi Bergmann, genau, als Regisseur. Und Arnulf Ratting, dem Kabarettisten. Na, mit dem hast du noch mehr zu tun gehabt danach, ne? Ja, immer mal wieder, ja. Ja. Arnulf, ein guter Kollege. Mhm. Und dann habe ich auch im MDR eine eigene Sendung gehabt. Spaß aus Studio 1, die Chinmeier Show. Mhm. Und du weißt, du hast es geschafft, wenn dein Name im Untertitel auftaucht, Jens. Ja. Du, die Chinmeier-Show ist nicht der Untertitel. Das ist der Hauptname der Show. Ja. Ich meine, wenn man dann seinen Eltern sagen kann, guckt mal, ja. Ihr wollt nicht, dass ich sowas mache, jetzt bin ich im Fernsehen. Genau. Meine Eltern haben dann irgendwann auch gesagt, ja, wir wollten es ja am Anfang nicht, aber wir finden es jetzt doch richtig, dass du es gemacht hast. Waren sie in deinem Programm? Ja. Und waren sie begeistert? Ja, sie waren immer begeistert. Wobei, ich hatte eine Stelle... wo meine Mutter immer sagte, hör doch mal auf deiner Mutter rumzuhacken. Die Geschichte dazu braucht man natürlich, damit wir es nachvollziehen können. Okay. Die Geschichte war, es ging um Generationenkonflikt. Ja. Ja, und ich weiß, wovon ich rede, weil ich frage mich auch immer, warum verschwendet meine Mutter mein ganzes Erbe? Wenn die nicht auf einer Kreuzfahrt ist, dann zockt sie am neuen Markt. So. Und ich weiß auch, dass es den neuen Markt seit 20 Jahren nicht mehr gibt. Bei meiner Mutter ist diese Information noch nicht angekommen. Und dann sagt sie, hör doch mal auf, deiner Mutter rumzuhacken. Das mache ich doch gar nicht. Und es stimmt, meine Mutter war tatsächlich eine sehr versierte Investorin. Guck an. Ja. Sie hat also dein Vermögen gleich noch weiter investiert, um daraus mehr zu machen. Du wirst so eine Geschichte hören, die dir die Tränen in die Augen treibt. Ja, bitte. Ja, meine Mutter ist im Jahr 2008 gestorben. Das leider. Tut mir leid. Ja, das war aber auch ein dummes Timing, weil das war eine Zeit der Finanzkrise. Und sie hatte dieses Aktienvermögen, an das wir nicht rankamen. Und dieser Zeit der Finanzkrise suchte das also steil nach unten und hat irgendwie 50% an Wert verloren, bis wir an das Erbe meiner Mutter rankamen. Mhm. War da also viel vernichtet. Hättest du es liegen lassen und wärst erst 24 rangegangen, wäre es unter Umständen wieder mehr, oder? Ja, das ist richtig. Ich hab's dann auch liegen. Das ist also doppelt traurig, diese Geschichte. Genau, weil ich dann das Geld nehmen muss und es versoffen habe. In deiner Kneipe. In einer meiner Kneipen, bitte, ja. Du musst schon korrekt bleiben dabei. Weißt du, Chin, ich freue mich sehr, dass das genauso läuft, wie ich mir das gewünscht habe, dass unser Gespräch abläuft. Ich habe gesagt, das ist ein bestimmt lustiger Typ, wenn man den im Interview hat. Wieso heißt er eigentlich Chin, hat mein Vater gefragt. Ich kenne den zwar aus verschiedenen Fernsehsendungen, weil mein Vater guckt zum Beispiel immer Die Anstalt. Ja. Daher kennt er dich. Da war ich auch. Was ist überhaupt Chin für ein Name? Chin, damit sind wir wieder bei Indien, ist ein Überbleibsel aus meiner indischen Phase. Ich war ja bei Bhagwan, ich war in Rot gekleidet und ein praktizierender Teil einer Sexsekte. Und, da bekam ich einen neuen Namen und das war mein neuer Name, Swami Chinmayo. Und als ich dann anfing Kabarett zu machen, dachte ich, Chinmayo, das klingt so ähnlich wie Chinmaya. Maya war sowieso schon mein Nachname und dann habe ich diesen Namen Chin behalten. Und in Christian steckt der Chin drin. Also ja, wenn man das auf Englisch ausbildet, Christian, ist das auch schon wieder ein Chin. Genau. Es kommt alle Wege führen zu Chin. Alle Wege führen. Das hast du mal schön auf den Punkt gebracht. Genau. Also, du warst erfolgreicher Fernsehstar, ja, mit der Chinmayer-Show. Ja. Und hattest zwischendurch schon, glaube ich, 4 Kabarettprogramme abgeliefert zu der Zeit, ne? Du hast insgesamt, wir sind jetzt bei Programm 10, wenn ich richtig mitgezählt habe, oder? Ich habe den Überblick verloren, aber ich glaube, du weißt es besser als ich. Es sind ungefähr 10, ja. Meine Güte. Ja. Hast du das parallel betrieben? Ich bin dann immer parallel auf die Bühne gegangen und ich hatte ja dann diesen Durchbruch bei Markus Lanz mit den eben zitierten Fuselanleihen. Mhm. Das war 2011, 2012. Du, da habe ich vor dem Fernseher gekniet, wirklich. Ah, ich habe das live gesehen, habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und vor allem, ich habe ja alle abgefeiert in diesem Studio, oder? Ja, das war ein schöner Moment. Und der Jet von Markus Lanz steht wahrscheinlich Richtung Karibik geparkt, oder wie ist es? Ich glaube, Markus ist, also so wie ich ihn einschätze, ist das ein zuverlässiger Steuerzahler. Ja, ist halt ein korrekter Typ, muss ich mal sagen, weißt du? Ja. Und der hat sich sein Geld wirklich hart erarbeitet. Das stimmt. Weil er immer präsent ist, immer da ist, weil er immer vorbereitet und er geht immer in die Tiefe. Na,
Herr Meier, ich muss nochmal darauf zurückkommen. Ja, genau. Aber da ist mir noch was aufgefallen. Ja, genau, das ist mir noch was aufgefallen. Ja. Ich frage jetzt aber nochmal, ja, genau, weil Sie die Frage gerade nicht beantwortet haben, Herr Meier. Genau, so. Und dann müsste ich sagen, ja, das ist eine gute Frage, aber ich möchte jetzt lieber eine andere Frage beantworten. Und zwar welche? Welche möchtest du denn gern beantworten? Du, stell einfach an. Ich bin. Wie ging's weiter? Ja, wie ging's weiter? So, dann war ich halt irgendwie Star und bin rumgetourt. Und reich schon? Und reich. Und dann kam die Scheidung. Das war's mit dem Reichtum. Ich hatte alles, ne? Ein schnelles Auto, eine geile Wohnung, eine scharfe Freundin, bis dann eines Tages, bang, meine Frau reinmarschiert. Der ist wirklich blöd, aber er ist teilweise auch sehr wahr. Aber das ist mir nicht passiert. Aber auf jeden Fall, ja, genau, dann irgendwann hast du, nein, es geht mir gut, ich bin glücklich und ich toure seitdem irgendwie immer wieder durchs Land und ja. Wir reden gleich über aktuelles Werk, aber trotzdem, du hast ja zwischendurch auch ein Buch geschrieben und das war ein Buch, was mich wirklich auch interessiert hat vom Titel her, ja. Warum Verschwendung wichtig ist. Ja. Warum ist Verschwendung wichtig? Kannst du es zusammenfassen? Kann man das, ja, wie die Quintessenz, ja, in 6 bis 12 Sätzen zusammenfassen? Ah, ich kann es dir im einen Satz zusammenfassen. Nee, mach mal ein bisschen mehr. Ja. Ist ja eine Talksendung, weißt du. Du hast Angst, dass wir unsere Zeit nicht vollkriegen. Keine Sorge. Keine Nein, Sorge. Habe ich Mann. Nicht. Nein, habe ich nicht. Also, aber es ist ja schon so unterhaltsam, das reicht schon. Das ist schon ausreichend für 2 Talks, weißt also, du. Also, warum Verschwendung wichtig ist. Wir leben im Kapitalismus. So. Kapitalismus lebt davon, dass sich Leute Sachen kaufen, die sie eigentlich nicht brauchen. Mhm. So. Wenn das nicht der Fall ist, dann bricht alles zusammen. Ja. Und dann jammern die Leute rum und dann sagt die Wirtschaft, wir müssen auswandern irgendwo hin, wo die Leute noch nicht alles haben. Und dann sagen alle, nein, bleib doch bitte hier, unsere Arbeitsplätze, grauenhafte Konsequenzen. So, und deshalb ist Verschwendung wichtig. Gut, das heißt, wir müssen jeder 150 Hemden besitzen, damit das System nicht zusammenfällt. Es ist absurd, aber leider wahr. Du weißt ja, bei mir ist das gar kein Problem. Ich konsumiere tatsächlich. Ja. Ich gebe Geld aus für sinnloses Zeug. Also ich kaufe mir zum Beispiel Tonträger und Bücher und ich gehe zu Konzerten und Veranstaltungen, damit Leute wie du und andere Gäste, die ich einlade, auch überleben können, weil mir das einfach wichtig ist. Ja, weißt wobei, du? Also ich muss dazu sagen, Kultur, also Besuchen von Veranstaltungen, das ist ja eine Form von Konsum, die tatsächlich, wo nichts produziert, also wir alle produzieren was, aber wir produzieren ideelle Werte. Das heißt, wir sitzen nicht und nähen irgendwelche Hemden, die du nicht brauchst oder Autos, die du nicht mehr brauchst, sondern wir geben dir Gefühle. Mhm. Also du kommst in eine Vorstellung von mir oder von irgendeinem anderen Künstler und du lachst, du gehst raus, du bist erleichtert. Das heißt, wir geben dir in dem Augenblick etwas, was du in dem Augenblick, wo ein psychischer Gewinn draus entsteht. Mhm. Und das ist was anderes, als wenn wir Sachen produzieren, die halt in deinem Schrank rumliegen. Stimmt. Und wofür Ressourcen verbraucht werden, die aus der Erde rausgeholt werden. Ja, aber wenn du bei uns im Sender zum Beispiel rumfragst, bei den Frauen, ja, wie viel der Klamotten, die in deinem Schrank hängen, sind ungetragen, ungenutzt oder nur einmal angezogen? Ich glaube, das ist eine ganze Menge, oder? Ja, wir müssen das gar nicht so sexistisch halten, Jens. Geht auch bei Männern, natürlich. Du, es ist wirklich wahr, meine Frau hat tatsächlich den kleineren Kleiderschrank von uns. Mhm. Und sie steht immer vor meinem Kleiderschrank und sagt, warum brauchst du diese ganzen vielen Hemden? Und ich sage, ich brauche sie, falls ich mal eins davon tragen müsste. Hey, ich bin Künstler, ich stehe auf Bühnen. Ich kann jeden Tag das Gleiche anziehen. Du hast zwar immer den schönen Anzug mit den Geldscheinen an, ne? Ich habe immer jedes Mal das Gleiche an, genau. Hast du nur einen Anzug davon mit diesen Geldscheinen? Tatsächlich, ja. Ich habe nur einen davon. Ich überlege auch immer, ob ich mir einen Ersatzanzug kaufe. Und dann habe ich neulich eine E-Mail gefunden von meiner Bühnendesignerin und die sagte, dieses Polyester ist so haltbar, da brauchst du nie einen zweiten. Den brauchst du auch nicht waschen, der wird nur abgesprüht mit dem Gartenschlauch. Leider wahr. Der reinigt sich selbst durch den Schweiß, der entsteht, wenn man ihn trägt, oder? Genau, das ist ein schweißreinigender Anzug. Wir driften laufend immer wieder vom Weg ab, merkst du das? Aber du bist derjenige, der das auf Kurs halten muss. Ich bin ja hier nur derjenige, der lalala macht. Du bist derjenige, der die Geschichten dazu beitragen muss, damit das Ding hier unterhaltsam bleibt, weißt du? Und sonst sagen die nachher, ja, der Moderator, wie immer, weißt du? Wahnsinnig witzig, aber der Gast, ey. Aber der Gast, der hat uns zwar ein paar Dinge erzählt, die wir nicht verstanden haben, aber ansonsten, aber es war lustig. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Angelegenheit. So, du hast so viele Talente in dir vereint, habe ich festgestellt. Ja, also angefangen davon, dass du mit deinen Händen arbeiten kannst, kannst du auch schreiben. Das heißt, du bist ja auch Kolumnist in verschiedenen Dingen. Du hast Bücher geschrieben, du hast Programme geschrieben, du bist Schauspieler, hast auch in Filmen mitgespielt. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Du hast in Hollywood-Blockbustern quasi. Gewissermaßen, wenn man es auf Deutschland übertragen wollte, ja. Aber du hast sogar in internationalen Produktionen gespielt, ne? Erzähl mal so ein bisschen über deine Karriere vor der Kamera.
Ich habe in einigen Filmen mitgespielt. Das eine war Zwei Männer, zwei Frauen, vier Probleme. In den späten 90ern. Da hat sogar Heino Ferch mitgespielt. Und dann war ich in einem Film Weihnachtsfieber mit Uwe Ochsenknecht und Barbara Auer. Ich hatte, das muss man ehrlicherweise hinzufügen, nur kleinere Rollen, die dann später im Schnitt dann noch kleiner gemacht wurden, was mich immer sehr irritiert hat. Aber ich habe auch, und damit sind wir bei den lustigen Geschichten, ich habe auch bei Sachen mitgemacht. Ich zum Beispiel mal, sollte das Werbegesicht werden für Schweizer Käse. Echt? Also wenn du mein Gesicht siehst, dann denkst du automatisch Käse. So, und würde ich nicht denken. Würde denken, du bist die optimale Besetzung dafür. Du, es gab zwei Käsemeister, einen alten Käsemeister und einen jungen Käsemeister. Mhm. Und wir haben gedreht, wahnsinnig romantisch, in den Schweizer Bergen, in einer alten Käserei, die so unterirdisch war, so eine grasbewachsene Hütte, wahnsinnig romantisch. Und der junge Käsemeister musste immer diese schweren Käseleiber von A in Käseleib nehmen, von A nach B schleppen und dann mit so Lab bestreichen. Mhm. So. Und das habe ich dann gemacht. Das Dumme bei Werbung ist, man dreht das nicht einmal. Man dreht das ungefähr 100 Mal. Mhm. Und ich musste 100 Mal diesen 30, 20 Kilo Leib von A nach B schleppen. Du weißt, das hast du mir vorhin erzählt, du warst mal Schwergewichtsheber. In dem Abend wurde ich Schwergewichtsheber. Ich konnte an dem Abend meine Arme, ich konnte die nicht mehr hochkriegen. Ich war nicht mehr in der Lage, wenn ich ein Glas Wasser trinken wollte, dann musste ich mich immer so aufstützen, um das irgendwie an den Mund zu kriegen. Und später haben sie diese ganze Käseleibschlepperei ausgeschnitten. Es war nur noch meine Hand zu sehen. Du hast es 100 Mal gemacht, hattest Rückenschmerzen, Muskelkater und alles und es wurde nicht genommen. Meine Hand war drin. Deine Hand war drin? Meine Hand war drin, die den Käseleib bestrich. Aber das Gesicht nicht? Das Gesicht haben sie gesagt, nicht, das schneiden wir raus. Und dafür haben sie dir ein Vermögen gezahlt? Es war ein sehr gut bezahlter Gig, ja. Rechtfertigt auch die Rückenschmerzen und die Muskelkater? Du, die Geschichte geht sogar noch weiter. Ja. Damals wurde Werbung noch richtig gut bezahlt im Gegensatz zu heute. Und irgendwann kamen diese Schweizer an und sagten, wir möchten die Rechte für diesen Werbefilm haben für weltweit unbegrenzt. Und dann ging ich zu einer Agentin, die ich kannte und sagte, die wollen diese Rechte haben weltweit unbegrenzt. Was muss man dann dafür nehmen? Ein Buyout. Ein Buyout ist das, was du kriegst, damit die das immer senden können. Und die sagte, wenn du das haben wollen, 500.000. Und ich sagte, verhandeln Sie das für mich. Na logisch macht sie das, weil sie kriegt ja Provision dafür. Ja, für 10% kann sie das verhandeln. Kann sie das verhandeln? Und hat sie es verhandelt? Sie hat es verhandelt, aber dann haben die Schweizer gesagt, ja, dann wollen wir es nur noch für ein Jahr für Internet haben und haben dann fast deutlich weniger. Deutlich weniger gezahlt. Ach, das ist aber wirklich, ich war schon so dicht dran an der Million und dann wieder. Oh. Du, wenn wir das große Buch der verpassten Gelegenheiten aufmachen, Jens, dann kommen wir aus dem Weinen nicht mehr raus. Gibt es noch mehr solche Szenen, wo du dicht am großen Geld dran warst und es dann doch kurz bevor du es greifen konntest, weg war? Ja, ich hatte zum Beispiel im Jahr 2011 diese crazy Idee, da kam diese komische neue Digitalwährung auf, Bitcoin. Und ich dachte, warum nehme ich jetzt nicht 10.000 Euro von meinem Vermögen und investiere es in diese crazy neue Bitcoin und lasse es einfach 10 Jahre liegen? Dann wäre ich heute 500 Millionen schwer. Ja. Ich hatte keine Zeit, ich war zu beschäftigt, um auf der Bühne zu stehen. Du hast es also nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht, weil es mir auch zu kompliziert war. Ey. Und ich dachte, ach komm. Jemand, der sich so gut auskennt mit Fuselanleihen, ja, der hat ja auch das nötige Know-how, um die 10.000 zu vermehren. Hast du es nicht gemacht? Ich habe es nicht gemacht. Ist das dumm? Oder sagen wir so, ich habe damals noch nicht begriffen, wozu Bitcoin eigentlich eingesetzt werden soll, weil du kannst ja mit der Kreditkarte auch zahlen, wenn du digital werden willst. Das ist aber auch wirklich ärgerlich, ja? Du besitzt das Know-how, du könntest es machen, du hattest das nötige Startkapital, um eine Investition zu tätigen und am Ende sagst du nö. Und ich habe nicht nö gesagt, ich habe nur gesagt, ey, sorry, ist gerade so viel los, ich hatte nicht den Kopf dafür. So wie du auch nicht den Kopf dafür hattest, irgendwas. Ich bin immer noch beim Radio. Ja. Es macht mir erstaunlicherweise auch noch Spaß, weißt du? Siehst du? Und ich hatte auch Spaß damals. Das ist Ding ist, du weißt ja nie, was passiert wird. Nehmen wir mal an, ich hätte diese 10.000 genommen und Bitcoin investiert. Ja. Hätte das im Jahr 2021 irgendwie mit viel Gewinn verkauft. Und dann wäre irgendjemand vorbeigekommen, hätte gesagt, du, ich kann diese 500 Millionen in was ganz crazy verwandeln. Und ich hätte gesagt, okay, hier sind sie. Und bam, wäre alles wieder weg gewesen. Ich wäre ärmer als je zuvor. Und du weißt ja, wie es ist, wenn man erstmal viel verloren hat. Das ist schlimmer, als wenn man es gar nicht erst gewonnen hat. Ja. Wenn man mit wenig auskommen muss. Ja, das ist so. Wenn man mit wenig auskommen muss, dann kann nichts passieren, wenn man mehr dazu kriegt, weißt du? Aber wenn man mal richtig viel hatte und dann darauf verzichten muss, Ja. Bitte. Das Problem habe ich nicht. Siehst du? Vanessa, sind wir hier so glücklich. So. Aber es ist ein spannendes Thema, das oder? Ist wirklich ein Schmerz. Haben und nicht haben. Hm. Also bei mir mehr nicht haben. Bei dir haben, weil ich meine, du bist ja stinkreich. Ne? Also hast du ja gesagt. Ich würde dieses Wort stinkend nicht verwenden.
Weil Gestank passt nicht zu Reichtum? Nein, es stinkt noch nicht. Also ich arbeite nur noch auf den Gestank hin. Den muss man sich auch erst erarbeiten. Also so reicht dann doch nicht. Gäbe es dann tatsächlich eine Möglichkeit, noch in unserem Alter ein gewisses Vermögen zu bekommen, wenn man nicht im Lotto gewinnt, wenn man sich an alles hält und nicht das Gesetz brechen möchte? Es ist so eigentlich unmöglich. Und arbeiten reicht ja auch nicht aus. Also gibt es überhaupt eine Möglichkeit, außer natürlich. Erben? Nein, außer Erben natürlich nicht. Du musst jemanden finden, der dich adoptiert, Jens. Ah ja. Der sagt, der Jens ist so süß, das ist mein Adoptivkind. Werde ich jetzt hiermit einen Aufruf starten? Ich möchte gerne von jemandem, der ganz reich ist, adoptiert werden. Aber der muss nicht nur reich sein, sondern er muss auch freundlich und nett sein. Ich muss ihn auch mögen. Ja, aber da ist ja interessant, gerade so eine tragische Geschichte passiert. Weißt du, hast du das mitbekommen? Drogerie Müller. Mhm. Dieser reiche Patriarch Erwin Müller hat... Er hat auch keine eigenen Kinder oder er hat ein Kind, das er aber, von dem man nicht möchte, dass es was erbt. Und dann hat er irgendwie so nette junge Menschen kennengelernt oder halbjung, die waren auch so 40, 50 Jahre alt. Also so wie wir? So wie wir, genau. Mhm. Und die haben sich gut verstanden und dann, was weiß ich, ich glaube, sie gingen sogar zusammen jagen und ne, so eine gemeinsame Yacht verbindet, wenn man sich nicht gegenseitig erschießt. Und dann hat er die adoptiert, diese drei Menschen. Und irgendwann fiel ihm auf, dass er sie nicht mehr mag und dann hat er sie enterbt. Wie gewonnen, so zerronnen. Und die ärgern, die haben alle geklagt, wie verrückt. Und jetzt diese Klagekosten, die haben diese Klage verloren. Mhm. Und die Klagekosten sind höher als das, was sie erben. Also die machen jetzt einen Verlust. Mhm. Und das Absurde, das wirklich Absurde, Jens, ist ja, wir werden als Bettler geboren und wir sterben als Bettler. Mhm. Und alles zwischendrin ist nur Illusion. In der Tat ist es so. Ja. Also das letzte Hemd hat keine Taschen, hat meine Oma mal gesagt. Ja. Ne? Das ist tatsächlich so. Aber in dem Zeitraum dazwischen etwas zu haben, wäre ja auch gar nicht so schlecht, ne? Ja, aber das ist nicht allen vergönnt. Das ist so. Manchmal überlege ich ja mit dir, damit du hier rauskommst aus diesem Sumpf. Ich glaube, das wird nichts mehr. Vielleicht will ich ja auch gar nicht raus, weißt du? Ich meine, manchmal träume ich natürlich davon, wie es wäre, wenn ich ein Haus auf Mallorca hätte mit Blick aufs Meer. Vielleicht würde ich mich auch zu Tode langweilen. Du, ich kenne ja genügend Leute, die Häuser auf Mallorca haben. Und? Langweilen die sich? Ich reise unterwegs, bin ja auch Milliardärsinfluencer. Ne. Ja, die schwitzen vor allen Dingen im Augenblick Wahnsinn. Ja. Also ne, hier sind es 33 Grad, auf Mallorca sind es 39 oder 40 Grad. Ja, geh mal raus und versuch Golf zu spielen. Das ist nicht leicht. Das Leben kann so hart sein, ne? Damit sind wir wieder bei den Problemen reicher Menschen. Ja. Und bei morgens deinem startet der Learjet nicht, nachmittags verpasst du dein Golf-Appointment. Es ist die Hölle. Wir machen einfach weiter so, wie es bei uns ist, ja? Grüne Kohle war dein Programm 2023 und dieses Programm hat einen neuen Namen bekommen in 2024, ne? Also Cashman. Ja. Hast du das Programm umbenannt? Ja, weil ich habe gemerkt, das sind eigentlich die Sachen, die ich eher behandle. Ich gebe Reichtumstipps und grüne Kohle, ja, das war auch als Titel anscheinend nicht so sexy. Aber Cashman natürlich. Cashman. Zumal auch das Plakat, das Tourplakat wirklich, muss ich mal sagen, eine große Kunst ist, weil man sieht einen sehr wenig bekleideten Chin Meyer, der als einziges Kleidungsstück einen übergroßen Geldschein trägt und zwar... Ich möchte nicht, dass wir das verwechseln. Das ist das Plakat für die Erotik des Geldes. Okay, das ist auf jeden Fall ein tolles Plakat. Also es ist jetzt ein sehr großer Geldschein und man fragt sich, wäre dieser große Geldschein, hätte er nicht auch kleiner sein können? Viele sagen, nein, das muss genau so sein. Also ein nackter Chin Meyer mit einem großen Geldschein vor gewissen sensitiven Bereichen. Genau, ja. Gut. Aber es trifft es ja, ne? Ja. Mehr brauchen wir doch gar nicht. Das ist richtig. Dann darfst du natürlich nicht in Versuchung kommen, diesen Geldschein dann auszugeben. Dann hast du ein Problem. Dann hast du echt ein Problem. Dann sehen sie dein wahres Ich. Genau. Ich möchte an der Stelle ganz kurz, bevor wir auf dieses Programm zu sprechen kommen, ganz kurz sagen, damit bist du am 30. November in den Wühlmäusen. Ja? Die lustigsten Wege zum schnellen Geld. Und das ist natürlich ein Thema, was mich interessiert. Und nicht nur mich, sondern viele Leute, die sagen, was, wie jetzt? Es gibt lustige Wege, zu schnellem Geld zu kommen? Genau. Also das sind die Methoden. Ich gebe auch Steuerberatungen. Also würde dir auch sagen, wie du keine Steuern mehr zahlen musst. Ja. Ich bin ganz Ohr. Willst du schon wieder wissen? Natürlich. Gut, okay. Diesmal kündigst du nicht. Okay. Sondern du outsourcest dich. Das heißt, du gründest eine eigene Firma, die dann deine Dienstleistungen an dieses Multimilliardenunternehmen BB Radio vermietet. Ah, das klingt schon mal, ich bin sehr interessiert. Ab jetzt schreibe ich mit. Ja. Der Name deiner Firma, Jens Fiesemasche Limited. Und wir hören schon an der Endung, die Zentrale deines Unternehmens ist gar nicht mehr in Deutschland. Die ist, Jens, wo? Irland.
Irland. Ah. Limited. Ja? In Dublin. So. Okay, und jetzt musst du dein Millioneneinkommen, was du hier erzielst, wie alle wissen ja, ihr Radiomoderatoren läuft mit Geldscheinbündeln raus. Mehrere Tag. Millionen pro Jahr. Genau. Und das müsst du in Dublin, in Irland versteuern mit 12,5% Einkommensteuer. Ja. Zahlst du diese Einkommensteuer, Jens? Ja. Nein! Natürlich zahlst du die nicht. Nein, ich bin doch ein ordentlich erzogener, so wie Markus Lanz, der sagt, okay, ich muss ja als Bestandteil des großen Ganzen auch meinen Steuern richten. Ich zahle sie nicht. Du hast meinen Kurs zur Überwindung der Moralschwelle und Hemmung besucht und du bist frei davon. Gut. Also ich zahle sie nicht. Nein, du zahlst sie nicht, weil du hast noch eine weitere Firma. Ah. Der Name dieser Firma ist Jens, verpisst euch ihr Steuerschweine, Super Limited. Okay, und die sitzt? Die sitzt schon gar nicht mehr in Irland, die sitzt auf den Cayman Islands. Ah, also irgendwo, wo du gar keine Steuern mehr zahlen musst. So. Und jetzt will Jens Fiesemasche Limited an Jens, verpisst euch ihr Steuerschweine, Super Limited, das Millioneneinkommen überweisen. Aber selbst ein halblegaler Abzockerstaat wie Irland erhebt auf solche Überweisungen eine Quellensteuer. Zahlst du diese Quellensteuer, Jens? Ich vermute nicht. Nein, der Lernprozess hat eingesetzt, sehr gut. Okay. Denn du hast ja noch eine weitere Firma. Ah, ich habe noch eine. Ja, und diese Firma hat den schönen Namen Jens Brutal Gouda BV. Wo ist diese Firma, Jens? Ich vermute mal in der Schweiz. Fast. Gouda ist ein holländischer Käse. Herzlich willkommen. Okay. Diese Firma ist in den Niederlanden und ist die Firma, die die Lizenzen an der Idee einer Persönlichkeit namens Jens besitzt. Ja. Und Lizenzeinnahmen sind in den Niederlanden steuerfrei. Und jetzt überweist Jens Fiesemasche Limited an Jens Brutal Gouda BV, also Jens freche Käseklitsche. Und Jens Brutal Gouda BV dadurch steuerbefreit und überweist dann an Jens, verpisst euch ihr Steuerschweine Super Limited auf die Cayman Islands, nie wieder steuern. Ich habe den Faden verloren, aber ich muss es dir nochmal langsam erklären. Gut. Aber also, du bist ja auch, deshalb bist du Radiomoderator geworden, weil du diese Dinge nicht sofort verstehst. Ich glaube, ich mache so weiter wie bisher. Also nicht kündigen und auch nicht outsourcen. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Nee, war. Das war's auch schon, oder? Du kannst den Podcast hören von Timo Wopp und meiner Wenigkeit. Ja, nur für Gewinner. Da machen wir jede Woche oder fast jede Woche richtig tolle Gewinnertipps. Und wenn du da einschaltest, gehörst du ja quasi schon zu den Gewinnern. Genau. Schalten ja nur Gewinner ein. Ihr macht aus normalen Menschen, also auch aus Radiomoderatoren, ganz schnell Gewinner. Genau. Wir sind spezialisiert auf Radiomoderatoren. Wir werden in dem Augenblick ja selber welche. Ich kann nur sagen, Timo Wopp war ja auch schon in diesem Format hier. Zu Recht. Sehr unterhaltsamer Typ. Ja. Genau wie du. Ja. Ja, aber ich glaube, er besitzt nicht so viel Fachkompetenz in Finanzdingen, so wie du, ne? Er hat mehr die Personalkompetenz. Ja, ich glaube auch. Das ergänzt sich sehr, sehr gut. Ja. Gut. Erscheint wie oft? Wöchentlich. Im Augenblick machen wir eine Sommerpause, aber wir zeichnen jetzt im Sommer auf. Wir müssen das mal kurz erwähnen. Mhm. Aber wir sind ab Herbst wieder wöchentlich. Mhm. Wir sind wöchentlich auf Sendung. Freue ich mich schon drauf. Ja. Wir kommen zu sprechen auf deinen Bruder, der ja Schauspieler ist. Wer aufmerksam zugehört hat von Anfang an, weiß, Schauspieler. Und deine Eltern haben gesagt, nur ein Schauspieler in der Familie, mehr gibt's nicht. Mehr trägt das System nicht. Aber nur hast du gesagt, Moment, Freunde, ich mache mit meinem Bruder mal zusammen etwas. Und sein schauspielerisches Talent und mein musikalisches und komödiantisches Talent sind eine gute Synergie. Das ist in der Tat der Fall. Ja. Wir haben eine gemeinsame Produktion, die nennt sich die Klangrazzia. Und wieso heißt die 2.0? Es gab schon einmal 1.0? Es gab 1.0 und dieses Programm hat sich weiterentwickelt. Es ist mittlerweile mehr eine satirische Kriminalkomödie geworden. Mhm. Und es geht um einen ganz schrecklichen Sachverhalt. Mein Bruder hat diese Band, die nennt sich Meier und die Geier. Und es stellt sich heraus, weil Steuerfahnder Sigmund von Treiber vorbeikommt. Und das ist eigentlich ein Quartett, ein Streichquartett. Mhm. Und die fangen an, ihre Instrumente zu streichen und spielen etwas. Und ich komme dann rein und nehme ihnen Instrumente weg. Ja. Und sage, die sind beschlagnahmt aufgrund nicht gezahlter Steuern. Und dann geht es in diesem Programm darum, warum mein Bruder Hans diese Steuern nicht gezahlt hat. Warum er sie hinterzogen hat. Und Hans drückt sich ein bisschen um die Antwort. Und es ist ein ganz schreckliches Familiengeheimnis, was dann irgendwann gelüftet wird. Aber um das zu erleben, muss man natürlich in das Stück kommen. Natürlich. Und wie es klingt, wenn Instrumente fehlen und man trotzdem den gleichen Sound erzeugen möchte? Ja. Dann fangen sie nämlich an zu singen. Oh, da freue ich mich drauf, das mal live zu erleben. Ja. Sage mal, dein Bruder hat ja nun aufgrund seiner sehr erfolgreichen Schauspielkarriere ein beträchtliches Vermögen anhäufen können. Ja. Wird er von dir beraten hinsichtlich der Anlage des Geldes oder macht er das alleine? Er wird beraten, aber nicht von mir, weil sowas führt auch zu Zwistigkeiten. Ich glaube, dieses Konstrukt würde ja auch mit outgesourcten Firmen auch bei deinem Bruder funktionieren, in der Theorie. In der Theorie funktioniert das für jeden. Aber ich muss natürlich dazu sagen, man muss schon ein gewisses Level an Finanzeinkünften haben, damit sich das rentiert. Gut. Also können wir das für uns schon mal ausschließen, ja. Na gut. Ich wollte jetzt nicht so persönlich sagen, aber ja.
2025 ist das Jahr, wo es losgeht mit die Erotik des Geldes. Wir haben schon gerade das Tourplakat besprochen. Ja. Sehr schön. Also das heißt, das ist jetzt Programm, ich weiß nicht, 10, 11, also irgendwie eins der vielen Programme von dir. Ja, das ist das neueste, das aktuellste Programm. Und da geht es eben darum, warum Geld uns so anzieht. Magisch. Hm. Fällt dir denn dazu immer was Neues ein, zu diesem Thema? Ja. Mit Comedy ist es ein bisschen wie nach Gold schürfen. Mhm. Weißt du, du stehst in diesem Bach und dann siebst du und irgendwann bleibt so ein kleiner Krümel in deinem Netz hängen. Mhm. Und dann denkst du, jetzt muss ich nie wieder arbeiten. Und dann stellst du fest, das war nicht so viel wert. So, aber das ist so ähnliches Comedy auch. Ja. Und dann trägst du das zusammen und irgendwann, wenn du genügend von diesen kleinen Goldkrumen gefunden hast, dann hast du ein volles Programm. Aber du bist sehr erfolgreich beim Gag schürfen. Dankeschön. Tolle Wortkonstruktion, oder? Genau, das könnte ich als Untertitel verwenden. Tim Meyer, Gagschürfer. Ja. Schreibst du nebenbei noch wieder an einem Buch oder ähnliches? Oder was machst du im Augenblick noch, außer fünf Programme gleichzeitig momentan rausbringen? Momentan nicht. Ich bemühe mich zwischendurch auch mal Zeit zu haben fürs Nichtstun. Ich bin sehr erfahren im Nichtstun und finde, es ist eine Tätigkeit, die unterschätzt wird. Mhm. Ich glaube auch, dass es wesentlich weniger Probleme in dieser Welt geben würde, wenn wesentlich mehr Leute einfach mal nichts tun würden. Aber einfach mal die Seele baumeln lassen, das hat man dir, glaube ich, auch in Indien beigebracht, ne? Ja, habe ich diese erfolgreich abgeschlossen, diese Ausbildung. Wir müssen am Ende noch ein Thema besprechen, was ein bisschen ernsthafter ist. Ja, obwohl das mit dir als lustigen Typen gar nicht so einfach ist, aber wir müssen auch ernsthafte Themen mal ansprechen, weil du bist Botschafter für die Deutsche Morbus Bechterew Stiftung. Ne? Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew, DVMB. Das heißt, für die, die das noch nie gehört haben, das ist eine ziemlich schwierige Krankheit, eine unheilbare Krankheit, mit der man aber gut leben kann mittlerweile, weil es Leute gibt, die das verstanden haben, anderen Leuten zu sagen, wie es geht, hat eins. Und es gibt mittlerweile auch eine gute Medikation. Und es geht natürlich auch um den Kopf, ne? Man muss die Leute auch ein bisschen positiv beeinflussen. Genau, also die Botschaft, die ich habe, wenn die Menschen häufiger mal Rückenschmerzen haben, sollen sie zum Arzt gehen. Mhm. Das ist eine einfache Botschaft. Es gibt drei Kerntherapien gegen Bechterew: Bewegung, Bewegung und Bewegung. Mhm. Kann man auch mal ausprobieren, wenn man es noch nicht hat. Soll auch Wunder wirken bei vielen anderen Dingen. Absolut. Und diese Organisation, DVMB, die unterstützt halt Menschen, die davon betroffen sind. Und du bist betroffen. Ich bin betroffen, ja. Und ich könnte jetzt sagen, ich bin so ein toller Typ und ich mache jeden Tag Gymnastik, was stimmt, aber ich habe auch Glück. Also das wird gerne unterschätzt. Das gibt schlimme Verläufe und leichtere Verläufe. Ich habe anscheinend einen leichteren Verlauf und da bin ich sehr gesegnet. Es gibt ja Leute, wie zum Beispiel mein Kollege Thorsten Sträter, mit dem ich eine Sendung mache, der ja von Depressionen betroffen ist, sie aber gut im Griff hat, aber jetzt sich dafür einsetzt, in der Deutschen Depressionsliga auch aktiv mitzuarbeiten, um anderen Leuten zu sagen, hey, vielleicht bist du depressiv und musst dich einfach nur behandeln lassen, weil Depressionen sind gut behandelbar. In dem Fall ist es ja bei Bechterew ähnlich, ne? Das ist ähnlich. Es gibt da mittlerweile sehr gute Medikamente und es ist, wie gesagt, man kann sich da informieren und dann weniger leiden. Wie sieht dein Job als Botschafter da aus? Was machst du da? Ich erwähne das in meinem Programm. Okay. Und ich drehe jetzt auch einen kleinen Film, der das so ein bisschen auf humoristische Art und Weise nochmal den Menschen näher bringt. Weil viele Menschen wissen gar nicht, dass es das gibt, aber es ist 1% der Bevölkerung betroffen. Das heißt, in Deutschland 800.000 Menschen ungefähr. So viel, ja? Ja. Meine Güte. Woran merkt man das? Rückenschmerzen. Okay, nur Rückenschmerzen. Die Vollform ist, dass dann irgendwann die Zwischengewirbelgelenke kalzifizieren. Das heißt, wenn die Knochen so eine Spangenbildung zwischen den Zwischenwirbelgelenken und dann irgendwann werden die Leute krumm. Mhm. Aber dagegen kann man dieser Tage viel tun. Das stellt sich automatisch gerade hin. Tatsächlich. Und kann auch operativ eingreifen. So, kommen wir aus dem Tal der Tränen am Ende noch raus? Ja. Gut, also es steht viel auf dem Zettel für 24 und für 25. Cashman heißt das Programm in diesem Jahr noch, was du am 30. November in den Wühlmäusen spielst. Da heißt es tatsächlich, um das mal kurz zu korrigieren, Grüne Kohle. Grüne Kohle, okay. Da spiele ich die Urform. Die Urform von Cashman heißt Grüne Kohle. Und führe auch darauf hin, man kann mit Greenwashing dieser Tage sehr viel Geld verdienen. Und darum geht es in Grüne Kohle. Das möchtest du jetzt nicht verraten, weil die Leute sollen ins Programm kommen. Genau. Richtig, gut. Und 2025 dann die Erotik des Geldes. Ja. Und was sonst noch? Neue Fernsehshows? Oder du bist natürlich logischerweise wieder in der Anstalt zu sehen? Das weiß ich noch nicht. Die rufen immer mal wieder an. Ich weiß noch nicht, wann das nächste Mal der Fall sein wird. Ich bin Ende des Jahres bei Mitternachtsspitzen. Ja. Im WDR. Mhm. Und immer mal wieder in den dritten Programmen unterwegs. Also da werde ich auch gerne rauf und runter gesendet. Man findet mich ganz viel auf YouTube. Da gibt es einen Kanal sogar, ne? Happy Geld. Happy Geld. Und ich habe noch ein weiteres Programm, also ein weiteres
Projekt, das aber noch nicht spruchreif ist. Du darfst euch noch nichts verraten, ne? Oh, das ist aber ärgerlich. Und was ist mit den Kolumnen? Du hast ja für Berliner Kurier und Super Elo mal geschrieben. Ja. Warst dann auch wieder raus? Schreibst du bei Gelegenheit wieder irgendwas? Ach, raus. Ich habe 18 Jahre lang für den Berliner Kurier geschrieben. Ja, mein Lieber. Und dann war eine tolle Zeit. Und jetzt bin ich raus, genau. Und man muss das Versagen im Endsatz ein bisschen runterspielen. Nein, es hat nichts mit Versagen zu tun. Du weißt, dass es von anderen Dingen abhängig ist. Oftmals von Finanzen. Die Sparen haben mir brutal gespart. Ich war sehr erfolgreich, meine Kolumne, aber dann war kein Geld mehr da. Und ich schreibe jetzt für Mein Viertel. Das ist ein Stadtmagazin, was tatsächlich auf einem aufsteigenden Ast ist. Das ist ein tolles Magazin. Das kommt vierteljährlich raus und ich schreibe dafür. Mach weiter so und sieh zu, dass du die anderen Kolumnen wieder an Land ziehst, weil vielleicht kommen ja die Zeitungen zwischendurch wieder zu Geld, ne? Kann ja sein. Das könnte die durchaus. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So ist es. Ansonsten findet man dich in den sozialen Kanälen bei Facebook, Insta, YouTube, was auch immer. Und es gibt eine sehr gut gepflegte Internetseite, die da heißt chin-meyer.de. Das ist völlig richtig. Da absolut. Man überall Informationen über mich. Jetzt frage ich zum Schluss, haben wir irgendwas vergessen? Haben wir irgendwas nicht besprochen, was wir besprechen wollten? Weil ich wollte eigentlich nur wissen, wie ich zu Geld komme. Du hast mir die Illusion zerstört und dann okay. Nein, alles. Ich habe dir viele Tipps gegeben, aber du hast eine Moralstörung. Ja. Und können wir dann auch nicht mehr weiterarbeiten. Das wird nichts. Tut mir leid, also über diese Schwelle komme ich nicht drüber. Ich überlege noch, ob mir irgendwas einfällt, was ich nicht gesagt habe. Also genau, ich bin auf der Bühne zu sehen, das ist die Hauptinformation, da sollen die Leute vorbeikommen. Ich schreibe, ich bin im Fernsehen. Ihr findet mich. Und du bist im Radio, im BB-Radio-Podcast, BB-Radio-Mitternachtstalk-Podcast, war er heute da und ich hatte wirklich viel Spaß. Ich auch, vielen Dank. Und ich glaube, in dir schlummern noch viele Geschichten, die du heute nicht erzählt hast. Das ist leider der Fall, ja. Wir müssen wir nochmal machen. Was passiert dann, wenn man es in einem Step nicht geschafft hat? Dann muss man nachsitzen. Muss man nochmal kommen. Wenn du das als Nachsitzen empfindest, bitteschön. Ich empfinde es als eine große Freude, dich nochmal begrüßen zu dürfen in diesem Studio. Ja. Bei mir war Chin-Meyer. Bleib schön gesund, mein Lieber. Mach einfach weiter mit dem, was du machst. Du bist auf Erfolgskurs. Bis bald. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.